Es war Kanzleramtsminister Helge Braun, der heute klarstellte, mindestens bis zum 20. April legt Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch große Teile der Wirtschaft lahm. Ein anderes Mittel hat die Politik derzeit nicht. Und doch muss sie, wie bei jeder Therapie, Risiken und Nebenwirkungen bedenken. Kann der Punkt kommen, wo die Virusbekämpfung mehr Schaden, mehr Elend schafft als die Krankheit selbst? Das ist eine wichtige Frage und keine, die sich leicht beantworten lässt. Gesunde Menschen sind die Basis für eine florierende Wirtschaft. Klar, muss man nicht dennoch Exit-Strategien suchen. Was Corona für unsere Wirtschaft, die Arbeitsplätze und für die Gesellschaft bedeutet, darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Der Unternehmer Karl Heusgen. Gabor Steingart, Journalist und Autor. Der Textileinzelhändler Harald Heldmann. Zugeschaltet aus Hamburg, Gabriel Felbermeier, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Und Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Linken. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie noch mal sehr herzlich hier in der Runde. Los geht's, liebe Zuschauer, mit der schlichten Feststellung, Corona macht Menschen krank, aber auch Unternehmen. Es bleibt gespenstisch, mindestens bis zum 20. April. Danach könnte es brutal werden. Entscheidungen müssen her für die Wirtschaft. Manche drücken aufs Tempo, nur Tage nach der Vollbremsung. Eins ist klar, so ein Zustand wie jetzt können wir uns einige Wochen erlauben, auch leisten. Natürlich geht Gesundheit vor, aber wir können uns das nicht 3, 4, 5, 6 Monate leisten. Wenn man über einen Ausstieg nachdenkt, ist es wichtig, dass man eine klare Strategie hat und das sehr frühzeitig auch an die Wirtschaft kommuniziert. Die Frage zwischen den Zeilen, welche langfristigen Schäden an Wirtschaft und Wohlstand nehmen wir in Kauf für viele Menschenleben, die in den nächsten Wochen und Monaten gerettet werden? Gerettet werden, weil alles stillsteht und hoffentlich die Kurve abflacht. Das Kieler IFW rechnet mit einem Einbruch bis zu 9%. Das IFO-Institut kommt im Worst Case gar auf minus 20%, ein Fünftel unseres Bruttoinlandsprodukts. Doch was einbricht, kann auch wieder hochschießen. Variante V. Die Wirtschaft stürzt ab und erholt sich schnell wieder. Eine Voraussetzung? Die ganze Welt macht das V, denn wenn nicht, wem wollte Deutschland dann noch welche Produkte verkaufen? Der Albtraum, Variante U. Die Wirtschaft stürzt ab, braucht aber viele Jahre, um sich zu erholen. Die Folge? Massenarbeitslosigkeit, Armut, leere Staatskassen und eine schlechtere Gesundheitsversorgung bei egal welcher Krankheit. Bei uns ist Gabor Steingart, Journalist und Autor. Herr Steingart, dass die Heilung schlimmer sein könnte als die Krankheit, fürchtet nicht nur Donald Trump. Sie auch? Das hängt davon ab, wie lange dieser Zustand dauert. Ich glaube, man kann auf Dauer Gesundheit gegen Wirtschaft nicht ausspielen, weil für diese First-Class-Medizin, die wir jetzt erwarten, viele sogar mehr davon erwarten, kann man nicht die Wirtschaft auf Null schalten. Und sie ist ja nicht nur auf Null geschaltet, sondern sie wird jetzt runterfallen. 35 Milliarden ungefähr pro Woche verlieren wir an Wertschöpfung. Das ist viel. Und wenn sich das zieht, wird es dramatisch. Ich glaube, im Moment ist die Entscheidung richtig und auch verkraftbar. Und der Film hat gezeigt, es gibt auch ein Leben danach. Der Zustand darf nur nicht ewig dauern. Deswegen reden wir, glaube ich, ja heute darüber, wie man da auch wieder rauskommt. Sie schreiben von einer Angsterzählung und meinen wahrscheinlich Panikmache. Hatte man Corona nicht doch eher unterschätzt? Ich glaube, zunächst haben es die Experten unterschätzt. Trotzdem glaube ich schon auch, dass in der Öffentlichkeit und auch medial eine Übertreibung, wie das üblich ist bei vielen Themen, stattfindet. Übertreibung insofern, als dass die Zahlen zwar hoch sind und natürlich schrecklich sind, trotzdem in einen relativiert müssen. Und da sage ich mit Habermas, vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Wenn man vergleicht die Nikotintoten, die Herzinfarkttoten, auch die Selbstmorde in Deutschland, fast 10.000, dann muss man das in ein Verhältnis rücken, zumindest wenn man über die Ökonomie der Gegenmaßnahmen auch spricht. Und gut, aber Bergamo,
Madrid, Mulhouse, das ist nicht nur eine Erzählung. Nein, ist erschreckend, natürlich. Ist erschreckend vor allem auch, wie schlecht manche Länder einfach vorbereitet sind. Und dann wieder beruhigend, wie gut Deutschland mit Intensivbetten zum Beispiel hier auf diese Krise tatsächlich vorbereitet sind. Wir haben Kapazität. Deutschland ist nicht Bergamo, muss man ganz klar sagen. Das wäre Teil der Angsterzählung, wenn wir so tun, als ob Italien hier vor der Tür steht. Bei uns sind so viele Betten frei, wie in Italien insgesamt zur Verfügung stehen. Genau, aber wir wollen eben vorbereitet sein, weil es tatsächlich jeden treffen kann und wir dieses Virus noch nicht gut kennen. Die Kanzlerin findet gut, ich zitiere, Olaf Scholz ist bei uns, der Bundesfinanzminister, findet nicht gut, jetzt schon über Lockerungen zu sprechen. Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, will zumindest nachdenken dürfen. Nachdenken ohne zu sprechen, geht das in einer Demokratie? Ich finde, die Kanzlerin hat recht. Wir haben vor wenigen Tagen entschieden, dass wir viele Bereiche des sozialen Lebens reduzieren. Wir haben entschieden, dass man im öffentlichen Raum sich zwar bewegen kann, aber eben nicht in großen Gruppen. Und gerade wo das passiert ist, fängt es dann an, dass die Ersten sich darüber Gedanken machen, wann das alles wieder zu Ende geht. Für uns ist doch eigentlich ganz klar, wann das wieder zu Ende geht. Wir müssen eine Abflachung der Kurve der Ansteckung erreichen, damit wir sicher sein können, dass unsere medizinischen Kapazitäten mit der Zahl derjenigen, die eine intensive Betreuung brauchen, zusammenpassen. Das machen wir, indem wir einerseits diese Kapazitäten, die schon hoch sind, weiter erhöhen, indem wir Priorisierung vornehmen, dafür sorgen, dass unsere Krankenhäuser sich sehr auf diesen Fall konzentrieren können, neben den Notoperationen und Maßnahmen, die sonst noch nötig sind. Und gleichzeitig versuchen wir eben durch die Entscheidungen, die getroffen sind, dafür zu sorgen, dass das nicht mehr so viele sind, die sich anstecken, wie es wäre, wenn wir gar nichts täten. Und die Bilder und die Berichte, die wir aus anderen Ländern sehen und hören, auch Ländern, die gar nichts gemacht haben und der Meinung waren, man müsste auch nichts machen, die sind ja erschreckend. Das soll uns nicht passieren. Wir reden gleich noch darüber, wie die Maßnahmen aussehen und wie sie vor allen Dingen kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen helfen in der Wirtschaft, ohne natürlich aus dem Blick zu verlieren, dass wir sind bei Karl Heusgen, in einem Gesundheitssystem leben, das auf das Größte vorbereitet sein muss. Sie sind Vizepräsident des VDMA, das ist der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenmonteure. Sie sind selber Unternehmer, Herr Heusgen. Die Wirtschaft bricht zusammen, Weltwirtschaft bricht in Teilen zusammen. Bauen die Autobauer in Deutschland noch? Wie sieht es in der Branche aus? Bauen Sie noch? Das Unternehmen HW Hydraulik, das ich vertrete, baut im Augenblick noch. Wir sind eines der Unternehmen, die auf vernetzte Wertschöpfungsketten angewiesen sind. Jeder Betrieb, der schließt, kann dafür sorgen, dass wir unseren Betrieb schließen müssen. Und das ist der erste Hinweis vielleicht darauf, wie wichtig es ist, dass zumindest in der produzierenden Industrie so wenige wie möglich schließen. Wir sind meines Erachtens mit drei Handlungsfeldern hier konfrontiert. Wir haben das sehr wichtige und sehr dringende Handlungsfeld Gesundheit. Wir haben das genauso wichtige, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ganz so dringende Handlungsfeld Wirtschaft und Wohlstand. Und wir haben das in diesem Augenblick vielleicht nicht so dringende, aber genauso wichtige Handlungsfeld, welche Freiheiten, welche demokratischen Gepflogenheiten, die wir uns erarbeitet haben, wir in dieser Krise zur Disposition stellen. Und ich glaube, man wird alle Maßnahmen zwischen diesen drei Handlungsfeldern abwägen müssen. Nochmal zu Ihren Lieferanten. Arbeiten Ihre Niederlassungen in China noch? Haben Sie praktisch für die Maschinen, die Sie herstellen, auch noch eine Zulieferindustrie zur Verfügung? Der Maschinenbau ist ja mit so die exportorientierteste Branche, die wir in Deutschland haben. Insofern sind wir in praktisch allen betroffenen Industrienationen aktiv. Unser Betrieb in China arbeitet wieder. Wir hatten eine Pause von 4 Wochen. Wir haben knapp 200 Mitarbeiter in China. Von diesen 200 Mitarbeitern sind etwa 90% in der Arbeit und arbeiten jeden Tag. Wir haben einen kompletten Unterbruch in Italien. Das ist kein Wunder. In allen anderen Ländern arbeiten wir. Sarah Wagenknecht ist bei uns von der Linken. Frau Wagenknecht, wer jetzt nach den Folgen für die Wirtschaft fragt, muss der gleichgültig sein gegenüber Menschenleben? Kann nicht auch eine Weltwirtschaftskrise sogar Tote fordern? Also nach den Folgen muss man fragen, und zwar insoweit, dass die Politik gegenhalten muss. Aber also unheimlich sind mir schon die jetzt schon wieder Druck machen, möglichst bald die Maßnahmen aufzuheben.
Weil ich muss sagen, das, was wir wirklich aus anderen Ländern sehen, ob das New York ist, ob das Italien ist, das ist so dramatisch und selbstverständlich würden italienische Zahlen auch das deutsche Gesundheitswesen völlig überfordern. Ich meine, man muss ja sehen, wir sind besser ausgestattet als die Italiener, aber auch hier wurden ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv Betten abgebaut. Wir haben personalischen Notstand in den Krankenhäusern. Also wir müssen alles tun, das zu verhindern. Und ich glaube, politisch muss man jetzt vor allem eines tun. Man kann nicht verhindern, dass die Wirtschaft jetzt erstmal runtergeht. Das ist ja logisch, wenn ganz viele Bereiche einfach nicht mehr stattfinden. Man muss verhindern, dass es ein Massensterben kleiner und mittlerer Unternehmen gibt. Weil das, was weg ist, also die Industriekapazitäten, die wir verlieren, die sind dann auch nicht mehr da. Die kommen auch nicht einfach mal wieder. Oder die Ladenlokale, die kleinen Restaurants, die alle jetzt weggehen, die kaputt gehen, die sind dann eben auch weg. Das würde die Innenstädte verändern, das würde das gesamte Leben in Deutschland verändern. Und ich glaube, das ist jetzt die entscheidende politische Aufgabe, alles dafür zu tun, dass dieser Wirtschaftseinbruch nicht dazu führt, dass Unternehmen sterben. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich, die jetzigen Maßnahmen, da ist ganz viel Richtiges dabei, was die Bundesregierung macht, aber sie sind gerade für kleine und mittlere Unternehmen überhaupt nicht ausreichend, weil man auf Kredite geht und viele von diesen Unternehmen bekommen von ihrer Hausbank den Kredit einfach nicht. Und auch gerade im Moment nicht. Ich begrüße einen fünften Gast in dieser Sendung, und zwar sehr herzlich Gabriel Felbermayr, nämlich vom Institut für Weltwirtschaft in Hamburg. Herr Felbermayr, Sie prophezeien die Mutter aller Rezessionen. Auch das eine Angsterzählung oder vielleicht eine Übertreibung? Ich hoffe, dass das eine Übertreibung ist, aber mittlerweile sieht es ja schon so aus, als ob es einen Konsens gibt unter den Analysten, dass die Reduktion des Wirtschaftslebens, die wir jetzt schon haben, dass die pro Woche ungefähr 35 Milliarden Euro kostet für die deutsche Volkswirtschaft. Und wenn wir das zwei Monate lang machen, dann kann man schnell hochskalieren, in welchen Größenordnungen wir landen. Es ist also eine tiefe Rezession, mit der wir rechnen müssen, eine, die nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern die ganze Welt wird in eine Rezession rutschen. Das sieht mittlerweile auch der Internationale Währungsfonds so. Und was auch nochmal außergewöhnlich ist, es sind wirklich alle Wirtschaftsbereiche, die betroffen sind, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wenn Sie nicht Amazon heißen oder im Medizintechnikbereich tätig sind, dann werden Sie von dieser Rezession negativ betroffen. Und in dem Sinne ist es eine spezielle Lage. Was noch dazu kommt, ist, dass die Rezession nicht aus einem Zusammenbruch zum Beispiel von Immobilienmärkten kommt oder einem Platzen einer Blase, wie das sonst oft der Fall ist bei Rezessionen, sondern es ist eine behördlich angeordnete Teilabschaltung der Volkswirtschaft. Das macht das zu einer sehr speziellen Lage, in der wir heute sind. Herr Scholz, wie lange kann man Firmen, künstliches Koma, dieser Begriff ist schon gefallen, wie lange kann man eine Volkswirtschaft künstlich am Leben halten und wann müsste man wieder anfangen zu öffnen, nach welchen Kriterien? Wir haben uns jedenfalls entschieden, alles dafür zu tun, dass wir so lange durchhalten können, wie das notwendig ist, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und deshalb ist völlig richtig, was Frau Wagenknecht auch gesagt hat, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass die Unternehmen durch diese Situation kommen. Das haben wir gemacht mit sehr vielen Programmen, aber eben auch mit einer sehr entschiedenen Unterstützung durch den Bundeshaushalt. Sie wissen, letzte Woche haben wir 156 Milliarden Euro zusätzliche Kredite möglich gemacht. Plus 600 Milliarden Schutzschirm. Wir haben außerdem einen sehr großen Schutzschirm aufgespannt, der dafür sorgen kann, dass wir uns an Unternehmen mit Eigenkapital beteiligen können, dass wir Kredite vergeben können und die Kredite der Hausbanken bis zu 90% garantieren können, was alles zusammen dazu beitragen soll, dass möglichst viele durchhalten. Und das können wir länger, als es gegenwärtig geplant ist, möglich machen. Aber trotzdem komme ich zurück. Die erste Frage, die wir beantworten müssen, ist, sind wir so weit, dass wir erkennen können, dass sich die Infektionen abgeflacht haben und dass wir die Gesundheit gewährleisten können. Das, was Sie an Geld jetzt vorlegen, würde nach der Rechnung von Herrn Felbermayr grob geschätzt für 5 Monate reichen. Und dennoch denken jetzt natürlich, Gabor Steingart, Menschen darüber nach, wie man das handhaben kann. Also, dass wir all die Dinge nicht mehr machen, die Spaß machen. Fußball spielen, Oper, Rummel. Das haben wir auch alle verstanden. Die Dinge, die aber sein müssen, Arbeit, Schule, werden irgendwann wieder möglich gemacht? Unbedingt, ich glaube. Und deswegen muss man die Diskussion, vielleicht, da gebe ich Herrn Scholz ja recht, nicht im Fernsehstudio, aber eine Regierung, wenn sie, ich meine, wir waren nicht vorbereitet auf das Ding.
kann man vielleicht nicht sein, wer hat damit gerechnet. Aber jetzt sind wir vorbereitet. Wir haben ja auch eine Politik, die sofort gestoppt hat und Stop and Go in einer Sekunde sozusagen miteinander versucht zu vereinen. Also die Rettungsschirme kommen, anders als bei der Euro-Rettung, in derselben Sekunde, wo wir abgeschaltet haben. Das ist ja eine neue Situation. Damals haben wir erst die Krise, erst runter, dann hat die Politik geholfen. Jetzt wird in derselben Sekunde, werden die Joysticks beide in die Hand genommen. Jetzt muss man aber einen Plan haben auch, sozusagen, wie man die Maschine wieder hochfährt. In welcher Reihenfolge sind erst die Schüler dran, die Studenten? Was machen wir mit den Kleingewerbetreibenden? Die Krise trifft nicht alle gleichermaßen. Und auch das, Sie haben den Punkt gemacht, dieses Virus betrifft alle, steht oft in der Zeitung, das stimmt überhaupt nicht. Das Virus hat sozial sehr unterschiedliche Verteilungswirkungen. Am Ende der Nahrungskette weltweit, Sie haben es auch angesprochen, wird es Tote geben. Bei einer Weltwirtschaftskrise, die wir möglicherweise sehen, werden die Menschen, die keine Gesundheitsversicherung haben, in Amerika, in Chicago, aber eben auch in Vietnam und sonst wo, tatsächlich hinten runterfallen, nicht nur in Deutschland. Und das aber muss man genauso vermeiden und verhindern. Ja, das muss mit in die Kalkulation, finde ich, mit rein. Wir können nicht nur auf unsere Todeszahlen in unseren Kliniken schauen, sondern wir müssen auch schauen, wenn wir global denkende Menschen sind, was lösen wir da bitte schön aus? Da ist Politik, glaube ich, muss verantwortlich gemacht werden und eben nicht nur für Deutschland. Was tun, ist wieder die Frage an Herrn Felbermayr. Vielleicht könnten, Herr Felbermayr, gesucht wird eben eine Exit-Strategie. Vielleicht könnten Ökonomen ja viel mehr und für ausführlicher jetzt mit Virologen diskutieren, die genau auch darüber schon nachdenken. Oder mit den berühmten Modellierern, die Physiker sind und versuchen eben genau präzise, wenn auch auf einer noch nicht so festen Datenbasis, zu berechnen, welche Strategie diejenige wäre, die uns am meisten hilft? Ja, vollkommen richtig. Und wir sind auch im Gespräch, ich kann das sagen, für das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, aber sicher auch für alle Kollegen. Wir reden mit den Epidemiologen und mit den Virologen. Das große Problem, das wir beide haben, sowohl die Mediziner als auch die Ökonomen, ist die Datenbasis. Wir müssten sehr viel bessere Informationen darüber haben, wie stark der Durchseuchungsgrad der Bevölkerung schon ist, über die Anteile der Menschen, die schon immunisiert sind, über die Anteile, die den Virus in sich tragen. Und da brauchen wir schnell sehr viel bessere Informationen. Wenn wir die nicht haben, dann hilft das ganze Arbeiten mit Modellen nichts. Wir müssen die Modelle ja kalibrieren, wie wir sagen, also mit Daten aus der Realität eineichen. Und da ist unsere große Forderung, nicht nur meine, sondern der ganzen Wissenschaft eigentlich, die evidenzbasiert arbeiten will, wir brauchen mehr Testen, wir brauchen mehr Daten. Und wenn wir das haben, dann können wir auch mehr beitragen zu der Frage, wie können wir sozusagen die Volkswirtschaft zumindest wieder in Teilen möglichst schnell flott kriegen, sodass wir diesen Zielkonflikt lösen können. Wir wollen ja die Vorgaben, die notwendig sind, um die Bevölkerung zu schützen, einhalten, aber die ökonomischen Kosten minimieren. Und das geht nicht ohne sehr viel mehr Daten. Die Politik muss jetzt, glaube ich, Geld in die Hand nehmen, um eine große Testinfrastruktur aufzubauen. Und sie muss sich überlegen, welche rechtlichen Anpassungen sind notwendig, um diesen Ausstieg oder den einstiegenden Ausstieg vorzubereiten, zum Beispiel im Datenschutz. Das ist interessant, dass Sie es andeuten. Ein Land gilt momentan sozusagen als Role Model. Da ist ein Lockdown, wie man sagt, vermieden worden. Erstens mit wahnsinnig vielen Tests. Zweitens dadurch, dass die Menschen alle einen Mundschutz tragen und mit Handys. Schauen wir mal. Wie es ohne Shutdown und explodierende Infiziertenzahlen geht, zeigt Südkorea. Kein Land hat so intensiv getestet. Der Staat kontrolliert per Handy-App Kontaktpersonen und Infizierte und stellt sie unter Quarantäne. Der Großteil der Bevölkerung lebt normal weiter, nur eben mit Atemmasken und durchgetestet. In Südkorea, haben wir gerade gehört, gibt es mit den Handy-Apps die Möglichkeit, Identifizierte zu benennen und auch deren Kontaktpersonen. Das diskutieren wir tatsächlich auch, neben den Tests, die wir viel mehr brauchen. Robert Habeck sagt heute, er könne sich sowas vorstellen. Diese App gibt es auch schon, die heißt Ich hab's. Könne sich das vorstellen, wenn es freiwillig ist? Was sagt der Unternehmer? Ich finde die Diskussion in Deutschland erstaunlich. Wir sind in einer völlig ungewöhnlichen Notsituation. Ich glaube, die Bedrohung ist wirklich jedem klar.
Und ich finde es fast schon ein Luxus, über das ein oder andere Datenschutzmodell zu diskutieren. Da sind wir bei den Handlungsfeldern Gesundheit auf der einen Seite und, sage ich mal, Freiheitsrechte auf der anderen Seite. Ich sehe überhaupt kein Problem dabei, Handy-Tracking zu benutzen, nicht nur anonymes Handy-Tracking, für einen zeitlich klar begrenzten Zeitraum mit einem ganz klar begrenzten Auftrag für einen ganz klar begrenzten Zweck. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung das begeistert aufnehmen würde. Die Technik steht zur Verfügung und kann in wenigen Tagen eingesetzt werden. Mhm. Nickt die Politik, Herr Scholz, was sagen Sie? Darüber nachgedacht wurde schon, das wissen wir. Ist es möglich, so etwas auch in Deutschland zu machen? Es wird intensiv daran gearbeitet, eine technische Plattform zu entwickeln, die das möglich macht, dass viele freiwillig daran teilnehmen können. Mhm. Wobei ich mal davon ausgehen würde, dass das so ziemlich jeder machen würde. Das würde uns auch für die Dinge, die wir brauchen, die notwendigen Daten vermitteln. Und diese Diskussion wird jetzt ganz, ganz zügig geführt. Und das geht da zugleich um eine technische Entwicklung, wie auch darum, das überall durchsetzbar zu machen. Und mein Eindruck ist, wenn wir das hinbekommen können, dass mit der Zustimmung fast der ganzen Bevölkerung sowas dann eingeführt wird, freiwillig mit all den notwendigen Datenschutzvorkehrungen, dann glaube ich, wird das auch funktionieren. Vizekanzler von Deutschland, ja, Gabor Steingart? Ich wäre skeptisch. Mhm. Ich finde, wir, nicht missverstehen, wir haben das Mindeste nicht hinbekommen. Die Desinfektionsmittel, die Atemschutzmasken, viele Sachen, die in Korea eben laufen. Also wirklich, wenn man so will, Volkshygiene. Weil dieses Virus ist kein lebendes Lebewesen. Das springt nicht, das schwimmt nicht, das bewegt sich hier nicht über die Tischplatte. Das ist, wie Herr Kekulé, der Virologe, sagt, ein relativ stumpfes Instrument oder er sagt, es tickt wie ein Uhrwerk. Man kann das mit Hygienemaßnahmen, die wir jetzt ja versuchen, all miteinander bekämpfen. Gleich, wenn man das eine nicht gewuppt bekommt, fangen wir sozusagen bei Bürger- und Menschenrechten an, immer freiwillig und auf begrenzte Zeit. Der Soli begrenzte Zeit hat Helmut Kohl überlebt. Herr Steingart, es kann ja nicht sein, weil wir ein Ding nicht so gut hinbekommen haben, dass wir eine andere gute Sache nicht machen. Ich bin einfach nicht so großzügig wie Sie oder wie Herr Scholz mit dem Weggeben dieser Freiheitsrechte, weil das mit dem zeitlich befristet oft eben so nicht, ich meine Misstrauen gegenüber dem Staat, dem traue ich nichts Bösartiges zu, aber eine große Bequemlichkeit. Der Soli, wie gesagt, existiert noch heute. Helmut Kohl, der Erfinder, ist schon von uns gegangen und der Soli lebt noch. Auch diese Ausnahmedinge, das haben wir heute. Das ist ja nur 2021 für fast alle auf. Gut, also jetzt diskutieren wir nicht über den Soli, sondern fragen nochmal, ist das größere Problem, dass wir immer noch um die Tests ringen und um die Atemschutzmaske ringen oder ist es tatsächlich eine schlaue Idee, Frau Wagenknecht, für einen Zeitraum X? Ja, das Problem ist eben, dass im digitalen Zeitalter alles, was einmal gespeichert ist. So. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ich hätte nichts einzuwenden, das auf freiwilliger Basis zu machen. Aber ich habe was dagegen, dass das jetzt als das Generalmodell, also ich habe alles, was ich gelesen habe, ich bin ja auch nur Laie, wie wir wahrscheinlich in medizinischer Hinsicht alle, die wir hier sitzen, aber ist zum Beispiel, sind die Schutzmasken tatsächlich viel elementarer, was die Übertragung des Virus angeht. Darüber ich meine, das tollste Tracking nützt ja gar nichts, wenn trotzdem der Virus sich weiter extrem ausbreitet. Und deswegen fände ich es jetzt wesentlich wichtiger, dass wir mal zusehen, dass wir in Deutschland eine ausreichende Schutzkleidung bekommen. Wir haben sie ja aktuell noch nicht mal fürs medizinische Personal, für die Pfleger. Mhm. Und wir müssten sie eigentlich jedem zur Verfügung stellen. Da wäre ich zum Beispiel dann auch dafür, wirklich zu verpflichten. Also, dass keiner mehr öffentlich sich bewegen darf ohne Schutzmaske. Nur, da müssen die Menschen eine bekommen und nicht zu irgendwelchen Wucherpreisen bei Amazon, sondern wirklich, das müsste dann zur Verfügung gestellt werden. Und die Kapazitäten, da zeigt sich eben wieder, dass sich auch Globalisierung rächen kann. All sowas ist verlagert worden, wird jetzt in Niedriglohngebieten, vor allen Dingen auch in China produziert. Wir haben keine Kapazitäten mehr und wir müssen gucken, dass wir solche elementaren Dinge auch wieder selbst produzieren. Die Schweiz zum Beispiel hat tatsächlich vollautomatisierte Maschinen eingekauft und produziert jetzt diese Hochsicherheitsschutzmasken. So, und Ähnliches müssten wir im Grunde auch machen, weil das sind einfach, finde ich, die viel, viel wichtigeren Dinge und das andere kann man auch machen, aber nach meinem Gefühl würde das die Verbreitung also nicht eingreifen. Es geht doch, ich bin ja weitgehend bei Ihnen. Also diese grundsätzlichen Missstände bin ich völlig bei Ihnen, außer bei dem Thema, dass die Globalisierung dann schuld ist. Aber es geht darum, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir sind in einer exponentiellen Situation. Es geht nicht darum, dass wir jetzt seriell eine gute Idee nach der anderen abarbeiten, sondern es geht darum, dass wir parallel, intelligent und differenziert eine ganze Reihe von Maßnahmen gleichzeitig auf den Weg bringen. Natürlich brauchen wir Masken, natürlich brauchen wir Schutzkleidung, natürlich brauchen wir mehr Testen, noch mehr Testen.
testen. Und natürlich brauchen wir Tracing. Jeder dieser Faktoren reduziert die Ansteckungshäufigkeit um x Prozent. Und je mehr dieser Faktoren wir gleichzeitig in Einsatz bringen, desto schneller reduzieren wir die Ansteckungshäufigkeit. Und das ist der ganz entscheidende Parameter. Okay, ich würde sagen, wir lassen es bei diesem gespaltenen Bild in der Debatte. Es sei denn, Herr Scholz, Sie... Ich will einfach nur sagen, ich glaube auch, die richtige Lösung ist jetzt, alles gleichzeitig zu machen, was geht und was funktioniert. Und da sind wir auch dabei, das auf den Weg zu bringen, mit großem Einsatz und auch mit großem finanziellen Einsatz. Und es ist peinlich genug, dass ein Land wie Deutschland an Einwegartikeln scheitert oder wenigstens bisher scheiterte. Wir müssen und wollen noch mal in die... Wann kommen die Masken? Das interessiert doch. Das ist doch viel wichtiger als ein Handy-Tracking. Also nein, es ist gleich wichtig. Es ist gleich wichtig. Ich will das ausdrücklich sagen, alles, es gibt jetzt einen wachsenden Zulauf aus den internationalen Bestellquellen, die jetzt stattfinden. Da ist der Gesundheitsminister ganz intensiv hinterher. Und das macht er auch sehr gut, wenn ich das mir hier sagen darf. Und gleichzeitig ist es so, dass wir auch darüber nachdenken, bestimmte Dinge hierzulande herzustellen. Wobei ja zu den Wahrheiten gehört, manche Dinge, die ganz wichtig sind für das, was jetzt getan werden muss, werden sehr viel in Deutschland hergestellt, zum Beispiel Beatmungsgeräte. Da sind wir ziemlich bedeutend im ganzen Weltmarkt. Aber wir brauchen diese Masken und die Masken brauchen. Und wir haben Maschinen, die es leider nur in China gibt, auch wenn wir wenigstens den Tüll für die Masken haben. Das haben wir schon gelernt in einer Sendung, die wir am Donnerstag gemacht haben. Wir schauen nach den USA. Es ist hochinteressant, was sich in den Vereinigten Staaten tut. Auch da sind die Bilder nicht schön. Star. Spreading the news. Geisterstadt New York. Der Big Apple macht dicht. Die Krankenhäuser sind überlastet. Die US-Armee schickt ein Lazarettschiff. Vorsorglich werden Zelte für die Leichen errichtet. Weit über 3 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im März. Historischer Nachkriegsrekord. Zur Jahresmitte rechnen Experten mit über 11% Arbeitslosigkeit. Manche halten bis Jahresende gar 30% für möglich. Das wäre schlimmer als die große Depression 1929. Erst hat er verharmlost und Zeit verloren. Jetzt soll das gigantische Hilfspaket von über 2.000 Milliarden Dollar die US-Wirtschaft und vor allem Trumps Wiederwahl retten. Und schon nach Ostern verspricht der Präsident eine weitgehende Rückkehr zur Normalität. Wir müssen zurück an die Arbeit. Unsere Menschen wollen wieder arbeiten. Dies ist ein Land, das Dinge anpackt. Ich glaube, es wird ziemlich schnell soweit sein. Ja, Ostern soll alles schon wieder vorbei sein. Herr Felbermayr, wenn Donald Trump tatsächlich im Alleingang wieder öffnet, theoretische Frage, wenn er tatsächlich wieder öffnet, setzt er damit Europa zusätzlich unter Druck? Ich glaube, Europa sollte sich nicht unter Druck setzen lassen von diesem US-Präsidenten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist, einen Tag jetzt zu verkünden, und zwar ganz unabhängig davon, was die Epidemiologen sagen oder was die Ausbreitung des Virus angeht. Wirtschaftlich ist es ja auch so, dass die USA für uns zwar der wichtigste Exportmarkt sind nach wie vor, gleichzeitig aber ist es wichtiger, dass Europa funktioniert. Die Eurozone ist insgesamt, die Gesamtzahl der Länder dort wichtiger als die USA. Es ist für uns jetzt, glaube ich, viel bedeutender, dass wir die Hausaufgaben zu Hause machen, dass wir schauen, dass Europa auf die Beine kommt, dass wir in Europa keine Staatsschuldenkrise kriegen, dass die Banken stehen. Da gibt es viele, viele Dinge. Ich glaube, an der Stelle sollte uns interessieren, was die USA machen, aber wir sollten uns nicht über die Maßen beeindrucken lassen von einem Präsidenten, der vielleicht eine Entscheidung trifft nach Ostern, die er sehr bald wieder zurücknehmen muss, wenn nämlich die Seuche sich weiter ausbreiten sollte in den USA. Das Virus ist international, die Gegenmaßnahmen sind es nicht, die sind national. Die USA legen ein 2 Billionen US-Dollar Hilfspaket auf. Unsere Zahl haben wir schon genannt, wenigstens 750 Milliarden. Kurze Frage an den Experten, woher haben wir das Geld? Wird es gedruckt?
Na, zunächst einmal macht der Staat neue Schulden, 156 Milliarden Euro Neuverschuldung geplant jetzt für das Jahr 2020. Diese Schulden kommen sozusagen aus den Ersparnissen der Bürger. Allerdings ist es auch so, dass die Europäische Zentralbank immer höhere Anteile der Staatsschulden hält, auch der deutschen. Und das bedeutet dann im Endeffekt, ja, ein Teil dieser Schulden wird monetisiert. Das ist nichts, das man sozusagen ordnungspolitisch gut findet, jedenfalls in Deutschland nicht, ich auch nicht. Aber Faktum haben wir das schon in Europa. Damit sind wir unmittelbar beim Bundesfinanzminister. Herr Scholz, bleiben Sie bei Ihrem Nein zu gemeinsamen Anleihen, egal ob man die jetzt Eurobonds oder Corona-Bonds nennt, bleiben Sie dabei, dass es keine Eurobonds geben soll? Gestatten Sie mir einmal noch mal zu sagen, dass ich total entsetzt bin über das, was ich aus den USA und von dem amerikanischen Präsidenten höre. Sie haben uns den Film hier eben eingespielt. Als Mitmensch muss man sich Sorgen machen um die Amerikaner. Denn wenn das so durchgezogen wird, dann wird das Konsequenzen haben für Leben und Gesundheit unglaublich vieler Menschen. Und deshalb bin ich auch mit Herrn Felbermayr völlig einer Meinung, das wird sich gar nicht durchhalten lassen. Denn auch in den USA wird man die Bilder dann sehen, die das Ergebnis einer solchen zynischen Strategie sind. Konkret zu Ihrer Frage, ja, wir müssen Europa zusammenhalten und haben das auch an mehreren Schritten schon getan und werden das weiter tun. Erster Punkt, wir haben gesagt, es braucht eine koordinierte Strategie, so etwas Ähnliches, was wir machen, sollen die anderen auch machen. Zweiter Punkt, wir haben gestattet, dass jetzt in dieser Situation die Regeln für Staatsschulden, die die einzelnen Länder haben, nicht gelten, sondern dass jeder die notwendigen Kredite aufnehmen kann, um seine Bürger und die Wirtschaft zu schützen. Dritter Punkt, wir haben gesagt, die Regeln über Beihilfe, um Wettbewerbsregeln zu beachten, müssen wir nicht mehr so streng sehen. Wir können Unternehmen helfen, auch wenn das im Wettbewerb dann Staatshilfe ist, weil das jetzt dringend notwendig ist. Vierter Punkt, wir haben gesagt, es soll mal geguckt werden, was ist im Haushalt der EU. Fünfter Punkt, wir haben gesagt, wir wollen, dass die Europäische Investitionsbank so etwas Ähnliches macht wie unsere Förderbank hier in Deutschland, die KfW, und sind auch bereit, ihr die Möglichkeit zu verschaffen, noch mehr zu tun. Und also letzter Punkt, wir haben ein System, das exakt auf diese Situation vorbereitet ist und das wir jetzt scharf schalten müssen. Das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus. Da sind über 80 Milliarden eingezahlt. Der hat eine Verleihkapazität von über 500 Milliarden alles zusammengerechnet. Mit dem können wir jetzt so etwas Ähnliches wie spezielle Rechte einzelner Länder bis zu einer bestimmten Grenze auch dort gewissermaßen sich Geld zu besorgen schaffen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man da schnell bei denen, die das wahrscheinlich machen werden, auf eine Summe, die jetzt im ersten Anlauf wahrscheinlich auch zügig 100 Milliarden Euro umfassen kann. Also europäische Solidarität ist über nötig den europäischen Rettungsschutz. Und dann haben Sie natürlich gelesen, was Sigmar Gabriel gesagt hat, wenn wir uns nicht um 150 Milliarden, sondern 160 Milliarden verschuldet hätten und den Italienern und den Spaniern, die in einer viel, viel schlechteren Lage sind als wir, 5 Milliarden gegeben hätte, die hätten das über 100 Jahre nicht vergessen. Ich glaube, wir machen genau das, wenn wir das mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus machen. Denn exakt so funktioniert er, aber ohne, dass wir jetzt irgendein einzelnes Land privilegieren, sondern alle Länder des Euros haben dann die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Und da geht es schon um viele zig Milliarden für einzelne Länder, die ihnen helfen können, in dieser Situation klarzukommen. Ich glaube, das ist eine Debatte, bei der man nicht mit, wie soll ich das sagen, mit Überschriften arbeiten darf, sondern da muss man zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass wir als Lehre aus der letzten Finanzkrise so eine starke Kampfmaschine wie den ESM geschaffen haben. Herr Heusgen. Genau, wir haben ihn als Lehre aus der Finanzkrise geschaffen und deswegen ist eben nicht genau zugeschnitten auf das, was wir jetzt erleben, nämlich auf eine Pandemie. All die Instrumente, die Sie genannt haben, all die Maßnahmen sind sehr gut und sehr richtig und ich glaube, dass Europa bisher wesentlich stärker gehandelt hat, als wir es in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Dennoch sind Corona-Eurobonds, die insbesondere die Länder Italien und Spanien unterstützen, nochmal eine andere Liga. Sie sind schon symbolisch eine andere Liga und sie sind lange genug in der Politik, um zu wissen, wie wichtig Symbolik ist. Die Italiener und die Spanier, die wollen kein Almosen, deswegen liegt auch Herr Gabriel völlig falsch, sondern die wollen eine europäische Solidarität im Haftungsverbund von Eurobonds. Und wenn man diese Corona-Eurobonds vom Betrag, vom Zweck, von der Laufzeit, wenn man sie klar begrenzt und definiert, dann schafft man auch nicht den viel gefürchteten Präzedenzfall in die europäische Gemeinschaftsverschuldung. Ich muss Ihnen aber vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, es gehört ein bisschen dazu, dass unsere Diskussion sich loslöst von dem, worüber wir konkret reden können. Der europäische Stabilitätsmechanismus bedeutet, dass wir
eine gemeinsame Kreditaufnahme haben, exakt das, was Sie fordern, dass es möglich ist, dass gewissermaßen mit der Garantie, die wir als Deutsche geben und ein paar andere Länder, es möglich ist, sich auch in einer schwierigen Situation Mittel zu beschaffen. Und das ist in Wahrheit gar kein großer Unterschied, nur etwas, das funktioniert. Ja, aber es gibt natürlich Bedingungen und das ist das Problem. Also deswegen haben ja zum Beispiel Italien und andere Länder schon gesagt, sie wollen nicht unter den ESM, weil die Erfahrung besagt, sie sind dann nicht mehr Herr ihrer eigenen Politik. Und wenn wir zum Beispiel jetzt die schlimmen Bilder aus Spanien sehen, Spanien hat natürlich unter dem Druck der Sparauflagen auch sein Gesundheitssystem radikal schrumpfen müssen. Deshalb und das ist natürlich ein Problem. Ich sage ja auch nicht, dass wir jetzt sozusagen plötzlich die alle Schulden vergemeinschaften. De facto ist es ja jetzt schon so. Die Europäische Zentralbank kauft Staatsanleihen und zwar der verschiedenen Länder, weil es geht ja eigentlich nur um ein einziges Problem. Es geht um das Problem, dass diese Länder anders als Deutschland nicht mal eben zum Kapitalmarkt gehen können und sich das holen, was sie aktuell brauchen, weil schon letzte Woche die Zinsen massiv gestiegen sind. So, daraufhin hat die EZB gesagt, wir kaufen die Anleihen. Dadurch hat man jetzt die Zinssituation entspannt. Aber wenn man ehrlich ist, läuft es eigentlich darauf hinaus, dass die EZB in dieser Krise die Staaten finanziert. Und ich finde, in einer solchen Krise wie der jetzigen ist das absolut richtig. Das könnte man dann aber auch dadurch verändern, dass man gar nicht den Umweg über den Finanzmarkt und die Spekulation geht, weil es ist ja die Spekulation, die die Zinsen hochtreibt, sondern einen direkten Mechanismus macht. Dann hätte man keine gemeinsame Schuldenhaftung und die Staaten würden das Geld bekommen, was sie aktuell brauchen. Weil auch wir hier in Deutschland sind unmittelbar betroffen, wenn sich in Italien das Finanzsystem zusammenbricht. Und das Finanzsystem ist äußerst fragil. Das ist ja nicht stabil. Das ist seit der letzten Krise im Grunde einen desolaten Zustand, weil auch Italien überhaupt ja nicht aus der Krise rausgekommen ist, auch wegen Sparauflagen nicht zuletzt. Also insoweit wäre das eine ehrlichere Strategie. Wir geben Sie gleich weiter an Olaf Scholz. Ob Sie nicht auch der Auffassung sind, dass die EZB gleich direkt helfen könnte, Herr Scholz? Vorher will ich es aber noch von Herrn Felbermayr wissen. Nochmal die Frage an Sie, Herr Felbermayr. Wenn die EZB am Ende sowieso die spanischen und die italienischen Anleihen aufkauft, weil sie niemand haben will, kann sie dann nicht eigentlich auch sofort direkt helfen? Ja, im Prinzip ist das genau das, was passiert. Nur ist das ordnungspolitisch nicht die richtige Antwort. Wir sollten die EZB nicht weiter überlasten, indem sie mit ihrem geldpolitischen Mandat die Hausaufgaben macht, die die europäischen Staaten nicht selber machen wollen. Ich glaube, es geht jetzt darum, die schwächeren Länder in der Eurozone mit den Finanzmitteln auszustatten, die sie brauchen, um genug zu tun, gesundheitspolitisch genug zu tun, aber auch für die Wirtschaft genug zu tun, um gut durch diese Krise zu kommen. Das ist ein fiskalpolitisches Thema und da sollten wir jetzt nicht die EZB zwingen, ihr Mandat wieder zu überschreiten, weil die nationalen Regierungen nicht in der Lage sind, etwas aufzugleisen mit hohem Symbolcharakter, wie Herr Heusgen richtig gesagt hat, das sehr viel wirksamer wäre und auch richtiger wäre aus ordnungspolitischen Perspektiven und Eurobonds oder Corona-Bonds wäre. Mit einer wichtigen Einschränkung, dass das eingeschränkt sein muss. Dass es eingeschränkt sein muss, das ist es natürlich, weil wir sind in einer Ausnahmesituation, Gabor Steingart. Haben wir zu wenig Solidarität mit den anderen? Ich glaube, mittlerweile hat sich da eine Balance gefunden und in der Tat über die europäischen Institutionen, die dafür ja vorgesehen sind, wird geholfen. Die EZB ist ja, wenn man so will, eine große Hilfsorganisation geworden zur Rettung. Wir sind in einem permanenten Rettungsmodus. Deswegen würde ich schon gerne, ich meine, es sagen alle immer, jetzt ist Krise, jetzt dürfen wir darüber nicht reden. Aber wir haben in der Griechenland-Krise, in der Euro-Krise, in der Lehman-Krise nie darüber gesprochen, was ist eigentlich mit Europa insgesamt los? Die Wettbewerbsfähigkeit von Italien, von unserem Bankensystem. Wo ist die Deutsche Bank? Was ist mit ThyssenKrupp eigentlich passiert? Wo steht Siemens? Warum wird ein einziges Unternehmen in den USA höher bewertet als alle 30 DAX-Konzerne? Das heißt, ich will sagen, dieses Land steigt strukturell und relativ zu den anderen ab. Drei Länder sind im Übrigen aus der Krise fast raus. Das ist Japan, das ist Südkorea und das ist China. Fällt einem da was auf eigentlich? Asien. So, wir müssen eine grundsätzlichere Diskussion, glaube ich, führen, als wie wir nur retten, retten, retten. Was ist die Substanz von dem, was wir retten? Ich sage, unter diesem Rettungsschirm schrumpft der Kern vom Kern dessen, was Italien ausgemacht hat, dessen, was Deutschland ausgemacht hat. Und deswegen sollten wir diese Krise auch nutzen. Tatsächlich nicht alle sind jetzt nur Virologen geworden oder Rettungsmanager, sondern wir müssen
die verbleibende Restenergie zusammennehmen, glaube ich, und über die Zeit danach positiv denken und strukturiert denken, was wir für Ideen haben, wie Deutschland hochkommen kann, unabhängig von staatlichen Hilfsprogrammen, die jetzt notwendig sind, die uns aber nicht retten. Also Sie haben völlig recht, Herr Steingart. Mir scheint nur, wir sollten unterscheiden zwischen wichtig und dringend. Die Diskussion, die Sie jetzt führen wollen, ist wichtig, aber sie ist nicht dringend. Natürlich müssen wir über die Substanz dessen reden, was wir am Ende des Tages retten wollen. Im Augenblick scheint mir aber sehr viel wichtiger, dass wir über ganz, ganz schnelle und über solidarische Finanzierungsmittel entscheiden. Und ich kann nicht verstehen, was gegen Eurobonds spricht. Und die Wahrnehmung, dass die EU mittlerweile sozusagen ausgeglichen agiert, mag unsere hier sein. In Italien ist eine völlig andere. Die Diskussion in Italien nach dem Treffen oder nach der Videokonferenz der 27 Regierungschefs, wo Deutschland, Österreich und Holland aktiv gegen Eurobonds argumentiert haben, ist katastrophal. Sodass selbst die Allergemäßigsten, wie Präsident Mattarella, mittlerweile in seiner Rede an die Nation, auf die EU und insbesondere auf Deutschland weist und sagt, hier fehlt die Solidarität. Und wenn dann nachher wieder Salvini gewählt wird, dann sagen wir, diese netten Italiener, Mensch, die machen diesen guten Wein und die tolle Pizza und dann wählen sie Salvini. Wie kann das sein? Aber es bleibt doch nur ein anderer Name für ein kreditfinanziertes Programm. Insofern, ob Sie es Eurobond, Corona-Bond aber wir nennen, können es sind Kredite und sie helfen sozusagen, dieses Feuer in Europa zu löschen mit neuen Not. Krediten. Und wir fragen nochmal Olaf Scholz, Eurobonds ja oder nein? Bleiben Sie bei Ihrem Nein? Ich bleibe beim Ja zum ESM. Da geht es um richtig viele zig Milliarden, wahrscheinlich weit über 100 Milliarden. Okay. Und ich will ausdrücklich dazu sagen, das ist eine Hilfe, die sofort mobilisiert werden kann und die eine riesige Wirkung hat und auch kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht richtig ist, jetzt eine strukturelle Debatte zu führen. Nochmal die und ich Frage will nach auch der sagen, EZB. Dass es auch meine, EZB ja, direkt, gerne, ja, aber direkte Hilfe. Den Satz müssen Sie aber Herr Scholz, noch wann führen wir die Debatte? Ist es nie die richtige Zeit? Sekunde. Seit 10 Jahren. Doch, da wir können wir uns auch nachher darüber unterhalten. Aber ich will ausdrücklich sagen, ein großer Fehler in der letzten Finanzkrise war, ist, dass wir den anderen so moralisch begegnet sind. Das, finde ich, war völlig unakzeptabel und das darf jetzt nicht wieder passieren. Ich finde, wer jetzt den Ländern, die in schlimmster Not sind, irgendwelche Vorhaltungen macht, wie sie schon immer waren und was weiß ich, der handelt nicht nur nicht solidarisch, sondern auch völlig unvernünftig. Da bin ich völlig bei Ihnen. So. Und deshalb sage ich, ja, wir müssen was tun mit der EZB. Und wir müssen was tun, ganz im großen Umfang, indem wir helfen mit einer gemeinsamen Kreditaufnahme. Das ist mit dem ESM verbunden, das weiß nur nicht jeder. Und ich bin mit Frau Wagenknecht der Meinung, das will ich ausdrücklich dazu sagen, dass das natürlich nur funktioniert, wenn wir jetzt nicht mit jedem Land über einzelne Bedingungen verhandeln, sondern wenn wir sagen, das ist jetzt wegen Corona und das gibt es einfach jetzt unter diesem Rahmenbedingungen. Ja, aber die Bedingungen existieren ja. Also deswegen hat ja zum Beispiel Italien schon gesagt, wenn wir unter den ESM gehen, dann wird gleich Salvini gewählt, weil die Leute sagen, wir wollen nicht existieren. Dafür bin ich ja zuständig, das zu verhindern. Und da können Sie mir vertrauen. Ja, aber der wenn ESM wir an der Stelle sind, Regelwerk. Dann könnten es auch Eurobonds sein. Ich will ja nur, dass Sie sich die Hintertür noch offen halten. Legen Sie sich nicht zu sehr fest, halten Sie sich den. Und lassen Sie mich mal milliardenschwer helfen und freuen sich erstmal darüber, dass das wirkt. Wir reden genau jetzt darüber, Herr Scholz, nicht um Ihnen einen Gefallen zu tun, sondern weil es unbedingt und wichtig ist, noch mal nach Deutschland zu schauen. Nicht nur großen Unternehmen soll geholfen werden, sondern natürlich auch kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da ist die richtige Kamera. Und ich möchte Ihnen gerne einen Mann vorstellen, der aus Hamburg in unser Studio gekommen ist. Er hat 13 Modegeschäfte in Hamburg, heißt Martin Heldmann und ist heute bei uns, Herr Heldmann. Harald Heldmann. Schön, dass Sie da sind. Harald Heldmann, 13 Geschäfte in Hamburg, 80 Mitarbeiter insgesamt. Und diese 13 Läden mussten Sie jetzt schließen. Die Läden sind alle geschlossen zurzeit. Wir haben 50 Verkaufsmitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt. Und wir haben natürlich im Moment das Problem, dass wir eben halt weiterhin in der Verpflichtung sind, unsere Mieten für die Zeit der Ladenschließung zu zahlen. Darüber hinaus haben wir in der Textilbranche das viel, auch eben halt zum Ende, viel größere Problem, dass wir eigentlich eine Saison eben halt immer betrachten. Saison bedeutet, wir haben halbjährliche Zyklen und wir sind am Anfang der Saison, unsere Läger sind voll und wir haben keinen Cashflow. Dadurch sind die Konten relativ leer. Und das wollte ich Sie gerade fragen. Haben Sie schon auf Ihrem Konto Unterstützung gefunden, Staatshilfen gefunden? Im Moment haben wir die natürlich noch nicht gefunden. Wir haben Kurzarbeitergeld beantragt. Aber ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich höre, 800.000 Anträge sind gestellt worden. Das wird eine gewisse Zeit dauern, bis dieses Geld fließt. Und
Die Geschäfte, die brauchen im Moment Cashflow. Das bedeutet, Cash is King. Mhm. Und wir können nur dann überleben, wenn wir eben halt darüber hinaus eben halt diese Unterstützung kommt. Klar. Sie haben natürlich auch viele Lieferanten. Kommen die Ihnen jetzt entgegen? Manche von denen leiden logischerweise auch. Können Sie sich mit Ihren Lieferanten einigen? Wir einigen uns mit den Lieferanten. Viele Lieferanten kommen uns in der Tat entgegen und geben uns Zahlungsziele, verlängerte Zahlungsziele von 30 bis zusätzlich 60 Tagen. Mhm. Es gibt, je nachdem, wie die Lieferanten aufgestellt sind, eben halt aber auch welche, die das eben halt nur zähneknirschend tun können. Das ist sicherlich ein Problem, aber das Hauptproblem wird ja erst kommen, wenn die neue Winterware geliefert wird. Mhm. Wenn Herbst-Wintersaison ansteht, das wird im August, September sein, wird es eben halt zu einem noch viel größerem Crash kommen. Die Insolvenzwelle im Einzelhandel hat ja schon eingesetzt. Sie wird dann aber ein zweites Mal mit voller Wucht einsetzen, weil dann eben halt Herbst-Winterware nicht bezahlt werden kann, weil schlicht und ergreifend die Sommerware sich nicht umgesetzt hat. Es konnten keine Rücklagen neu gebildet werden. Kann Ihnen Ihr Online-Shop helfen? Sie haben 30 Mitarbeiter, die online arbeiten. Das sind 20 Mitarbeiter. Der Rest ist eben halt auch zum Teil in der Verwaltung im Großhandel tätig. Der Onlineshop hilft. Mhm. Aber er kann nicht auffangen. Er kann es nicht auffangen, mhm, weil dafür ist der Anteil eben halt der Umsätze, die online erwirtschaftet werden, deutlich kleiner. Ausgerechnet große Ketten wie Deichmann beispielsweise oder auch Adidas stellen jetzt ihre Mietzahlungen ein. Können Sie das, wenn auch nur für einen Monat, können Sie das auch? Wir haben mit allen Vermietern gesprochen und haben ähnliche Vereinbarungen auf zunächst Stundung, vorbehaltlich vielleicht eventueller gesetzlicher Lösungen getroffen, sind aber nicht so sicher, dass die kommen. Das Problem bei der Miete ist, dass es den letzten vorhandenen Cashflow, vernichtet. Mhm. Weil es kommt nichts Neues rein. Wir kriegen keinen neuen Cashflow eben halt in die Geschäfte hinein. Und das wiederum führt dazu, dass sich die Krise im Moment im Einzelhandel, insbesondere im Textileinzelhandel, beschleunigt. Weil die Geschäfte haben im Moment jahreszeitlich bedingt sehr wenig Geld auf dem Konto. Klar. Weil die eben halt früher Sommerware eben halt in guten Geschäften weitestgehend bezahlt ist. Harald Heldmann, toll, dass wir Sie heute bei uns im Studio haben. Vielen lieben Dank. Und ich marschiere zurück in die Runde natürlich genau mit dieser Frage. Olaf Scholz, wann kommen Firmen wie die von Harald Heldmann zu Liquidität, zu Cash? Das funktioniert seit Kurzem ganz gut. Wir haben dafür gesorgt, dass der Staat das machen kann. Haben seit kurzer Zeit auch alle Genehmigungen der Europäischen Kommission für unsere Hilfen, also bis zu 90% abzudecken. Wir haben mit allen Sparkassen, mit allen Raiffeisenbanken, mit allen Vereinsbanken, mit allen privaten Banken gesprochen, dass sie das jetzt möglichst schnell auch umsetzen und versuchen alles Mögliche, dass das auch in großem Umfang passiert. Wir gehen davon aus, dass jetzt in ganz kurzer Zeit diese Kredite auch ausgereicht werden und wir deshalb für Liquidität sorgen können. So, nun appellieren Sie, ich zitiere Sie, an die Banken und an die Ämter und Sie hoffen, nochmal Zitat, dass sich das herumspricht, dass es diesen Rettungsschirm gibt und Ihr Milliardenprogramm gibt. Sie wissen schon, dass das bürokratische Institutionen sind. Da stauen sich die Anträge und manche stellen irgendwie auch die Antragstellung ein, wie hier in Berlin die Investitionsbank, die sich jetzt bei 45.000 Anträgen nicht weiter auf Wartenummern verlegt, sondern erstmal dicht gemacht hat. Erstmal gibt es einmal das Liquiditätsprogramm, das wir schon vor 2 Wochen vorgestellt haben, das jetzt Stück für Stück mit den Genehmigungen der Kommission auch im Werden ist und wo jetzt die Liquidität auch fließt. Und das, glaube ich, wird in ganz kurzer Zeit riesige Summen ausmachen, die da jetzt überall in die Unternehmen sich begeben. Da geht es um Kredite, die aber, damit es unbürokratisch ist, von der klassischen Geschäftsbeziehung des Unternehmens gemacht wird, sodass wir teilweise ohne eigene Prüfung die Rückdeckung dafür geben. Das Zweite sind die vielen Förderprogramme aller 16 Länder, wo wir als Bund jetzt auch etwas gemacht haben, seitdem der Bundestag und Bundesrat am Freitag endgültig das Go gegeben hat, können jetzt diese Mittel überall ausgegeben werden. Einige Länder haben schon vorher angefangen. Mhm. Man sieht ja an den riesigen, auch Berlin, auch Brandenburg, auch verschiedene andere haben schon angefangen, um gewissermaßen das Geld schnell auszureichen und kriegen von uns das dann wieder. Das geht jetzt ab sofort los. Ich bin sicher, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Schwierigkeiten, aber ich habe gemerkt, alle sind guten Willens. Und damit es nicht zu schwer wird, haben wir auch gesagt, diese direkten Zuschüsse,
die ja in jedem Land ein bisschen anders sind, aber immer so eine Basis durch den Bund haben. Diese direkten Zuschüsse sollen so schnell wie möglich ausgezahlt werden. Die müssen ganz schnell in Unternehmen ankommen. Ich meine, das Problem ist doch, dass es diese direkten Zuschüsse außer in Bayern nur für Unternehmen gibt bis zu 15 Beschäftigten. Und alle, die darüber sind, und das sind ja nicht alles hochprofitable Unternehmen mit wirklich also riesigem Eigenkapital, wo die Banken Hurra rufen, dass sie ihnen jetzt mehr Kredit geben dürfen, sondern es sind ja vielfach Unternehmen, die zwar solide gewirtschaftet haben, aber eine relativ schmale Gewinnmarge haben. Und nach dem, was ich höre aus Gesprächen, aus Mails, gibt es genügend, wo die Hausbank schon ganz klar signalisiert hat, allein wegen dieser 10% Haftung, werden sie keinen Kredit ausreichen. Und es ist auch fraglich, ob diese betreffenden Unternehmen eine zusätzliche Verschuldung, wo ja nicht die zusätzlichen Einnahmen sind. Also ein Restaurant wird nicht doppelt so viele Gäste haben, wenn wieder alles aufgeht, sondern das ist ja weg, ob die das irgendwann zurückzahlen könnten. Das heißt, sie werden keinen Kredit bekommen. Und ich höre sogar also schlimme Geschichten, dass teilweise die Zinsen hochgezogen wurden von den Banken, auch für Kontokorrentkredite. Und Unternehmer jetzt sagen, ja, ich kriege gar nichts von diesen Hilfen. Ich habe mehr als 15 Beschäftigte. Ich kriege keinen Kredit, ich habe hohe Zinsen, ich muss jetzt eigentlich Kurzarbeitergeld auch noch vorauslagen, weiß nicht, wann das zurückfließt, das ist ja auch offen. Und im Grunde bin ich kurz vor der Insolvenz. Und wenn ich dann lese, dass jedes fünfte Unternehmen aktuell Angst hat, in die Insolvenz zu gehen, dann muss man sagen, da muss was nachjustiert werden, das reicht nicht, das reicht einfach nicht aus.